Hey, hey und moin, moin aus Schweden, noch vom Vättern. Der große See, den werde ich heute verlassen, so schön wie es hier auch war. Es muss so langsam weitergehen Richtung Helsingborg, damit sich der Kreis wieder schließt. Es sind ungefähr, jetzt genau, ich habe nachgeschaut, 280 Kilometer ziemlich genau bis zum Fähranleger. Ja, da fahre ich jetzt hin, die nächsten drei Tage, heute ca. 100 Kilometer hier von Jönköping. Richtung Süden, ja, sind so ein paar Orte dazwischen, aber keine Bekannten, die euch bestimmt was sagen werden. Ja, einfach nur Mittel zum Zweck, aber auch die Landschaft nochmal zu genießen. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ob es nur Felder sind oder nur Wälder oder Mixmax oder ein enges Tal oder ein weites Tal. Der einzige Nachteil dabei ist, dass da auch die Autobahn immer durchführt. Scheint ja genau die Richtung zu sein. Ja, sind die großen Städte, werden damit verbunden. Das wird der Minuspunkt sein heute, das Wetter. Es sollte heute überhaupt keine Sonne geben. Also bin ich froh, wie es ist. Ich stehe hier schon in T-Shirt. Es ist relativ warm. Also kann doch eigentlich nur ein guter Tag werden. Es ist der 13. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Ob das wieder Regen gibt, ich bin gespannt. Aber ist egal, da wird man sich halt umziehen. Ja, so 100 Kilometer soll es heute ungefähr sein. Und dann werden wir sehen, was kommt. Und es wird hoffentlich trotzdem schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei und tschüss. Verdammt. Kilometer 15. Ich bin jetzt hier in dem Örtchen Banab. Das ist ja oben auf dem Berg sozusagen. Bin jetzt gerade von 95 Meter über Meer jetzt auf 230 Meter hochgeklettert auf einmal. Ja, ganz schön durchgeschwitzt. Ich hoffe auf Sonne, dass ich jetzt wieder trocken werde. Ja, die Strecke, die ich fahre, ist hauptsächlich Landstraße, selbst geplant. Es gibt keinen offiziellen Radweg. Ja, aber ich hoffe auf solche Stellen wie hier auf der gesamten Strecke. Sieht ja schon klasse aus. Hier ist ein See mit Zugang gerade hier. Ah, wunderbar. Auf sowas hoffe ich auf dieser langen Strecke immer entlang. Ja, fast der Autobahn, die gerade jetzt so ein bisschen hinterm Hügel ist und nicht so doll zu hören ist. Aber egal, das kann ja klasse werden, wenn das so weitergeht. Mit immer solchen Seen oder schönen Wäldern. Ja, da freue ich mich drauf. Also geht's jetzt weiter und große Berge kommen jetzt auch nicht mehr. Das geht immer so langsam bergab, aber nur so ein ganz kleines bisschen, ich glaube 50 Höhenmeter oder so. Und dann geht es natürlich, gibt es noch mal hoch und runter, aber allgemein ist es doch recht flach jetzt. Ich habe es geschafft und kann den Rest jetzt genießen. Ach, ich freue mich drauf und hoffentlich bleibt das heute trocken.
Kilometer 27, ja, die letzten 10 Kilometer waren hier an dieser Hauptstraße, Startstraße. Aber im Moment ist gerade viel los, es war doch recht ruhig, aber so eine riesige Straße geradeaus, natürlich nicht schön. Was man auch gesehen hat, diese Flächenversiegelung der Menschheit. Riesige Hallen werden da gebaut, mitten im Wald. Mehrere Gewerbegebiete waren das jetzt. Irgendwo im Nirgendwo, eigentlich schrecklich. Ist komplett ein Wald gerodet und man da alles zugekleistert. Schön ist es nicht, aber sowas gibt es hier auch in Schweden. Also ist hier nicht nur Natur. Oh, jetzt geht es weiter, jo, Richtung Süden. Bei Sonnenschein. Jawohl, das ist auch wieder so ein schöner See. Oh, richtig wunderherrlich hier zu anzuschauen. Das ist echt richtig klasse. Aber so einen Rastplatz gibt es hier nicht. Ist ja nur auch nichts, dass hier so viele Touristen vorbeikommen. Ist ja kein Hauptradweg oder sowas. Alles privat an der Kante, aber egal. Gleich kommt Veggerud. Das ist so ein etwas größerer Ort. Vielleicht kriege ich da mal eine kleine Pause. Mal schauen, was es da so gibt. Ich bin jetzt bei Kilometer 34. Es geht voran. Aber die Sonne ist gerade weg, aber Hauptsache es regnet nicht. Wie sollte es anders sein? Mich hat da wieder der Regen getroffen. Der einzige Schauer weit und breit ist genau hier rüber gezogen über mich. Aber ich habe nur schnell die Regenhosen und die Regenjacke rübergeschmissen. Bin einkaufen, habe mir so ein Sandwich geholt. Wieder so ein Skagen-Sandwich, hat mir letztes Mal gut geschmeckt. Und einen kleinen Joghurt-Drink. Und dann mache ich hier eine Pause. Aber eine Bank habe ich ja auch gesucht, nichts. Viele Teiche sehen, aber nicht eine Bank, alles privat. Naja. Mache ich jetzt erstmal eine Pause und dann schaue ich, wie es weitergeht. Ich habe jetzt 45 Kilometer. Ist noch nicht mal 12. Also schon fast die Hälfte. Also richtig gut gelaufen. Ja, es kommt, weil es auch nicht so viel Steigung sind. Also Pause erstmal und dann geht es weiter. Der nächste Ort ist erreicht. Wie heißt das? Skillingskaryd? Ja, okay. Es war doch gerade eine sehr schöne Strecke. Zwar war die Autobahn sehr dicht bei, aber richtig toll am See. Jetzt bin ich hier schon wieder im
im ruhigen Ort eigentlich nicht viel los. Kilometer 53, immer weiter. Ja, Wetter, im Moment sieht es noch nicht nach Regen aus. Aber wenn ein Schauer da war, der kommt sicherlich noch ein mehr. Aber da komme ich auch durch. Boah, wenn die Sonne da ist, ist es so warm. Wenn die weg ist, Wolkenverhang, ist auch gleich wieder kühl. Also das ist echt merkwürdiges Wetter. Aber egal, Hauptsache nicht Dauerregen. Das ist das Wichtigste. Ja, geht's weiter. Zum nächsten größeren Ort. Ich weiß, wer der heißt. Werden wir sehen. Ich habe ihn drauf! Ein Elch! Leute! Da läuft er! Er war es leibhaftig. Ein freilebender Elch. Damit habe ich hier gar nicht gerechnet, hier im Süden. Und vor allen Dingen gar nicht hier, wo viel eigentlich mehr bebaut ist. Es war wirklich ein Elch. Das kam sehr überraschend, aber ich habe ihn zum Glück von Weitem schon gesehen, dass die Kamera ankriegte. Wehe, die SD-Karte geht kaputt. Ich drehe durch. Alter, heftig. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Eigentlich, sonst habe ich nur Rehe, Hasen gesehen. Sonst nichts Besonderes, was man bei uns auch nicht sieht. Aber jetzt, ich drehe durch. Hoffentlich hat er es gut aufgenommen. Ein Elch. Unglaublich. Ja, hier ist viel Wald zwar, aber trotzdem habe ich hier nicht mitgerechnet. Eher weiter im Norden, aber hier gar nicht. Naja, es geht weiter und gleich kommt der nächste Schauer, schätze ich mal. Deswegen behalte ich die Regenklamotten an. Elchi! Dann machen wir doch mal eine Regenpause. Unglaublich. Regen, Regen, Regen. Das ist ja nicht mal wenig, das sind überall Schauer. Und gestern sah die da so 20-30% Regenwahrscheinlichkeit. Heute Morgen auch noch und nu. Jetzt steht man hier im Regen. Oder im Moment gerade nicht. Aber es macht echt keinen Spaß. Ja, ich bin hier so an der Tanke. Die Autobahn ist nicht weit. Halt mal eine Pause. Dann esse ich mal was ordentliches jetzt hier. Banane. Und dann geht's weiter. Aber wenn die aufgegessen sind, fahre ich weiter, ob es regnet oder nicht. Ich habe noch 35 Kilometer bis zu dem Campingplatz, den ich ungefähr hin wollte. So, Kilometer 26, ich meine noch 26 Kilometer bis ins Ziel sozusagen. Es ist mal 10 Minuten trocken, da kommt der nächste Schauer. Das ist echt widerlich. Ja, hier ist noch so ein kleines Jahr her, gut. Richtig gut, schön anzusehen, gut erhalten.
Aber auf der Straße ist eine Landstraße, ist zwar nicht viel los, aber es geht ja fast nur geradeaus. Ja, Mittel zum Zweck natürlich. Alternativen gibt es halt nicht. Also muss ich da längs. Ist aber auch egal. Da kann man auch mal ein bisschen Power geben. Jetzt hatte ich ja gerade eine Pause. Dann geht das auch. Ja, jetzt will das wieder aufhören. Und dann fängt es gleich wieder an. Das ist ganz merkwürdig. Aber wie gesagt, kein Regen heute. Ja, ja. Hier ist so eine kleine Stadt jetzt, Varenamo heißt die. So ein kleiner Platz hier. Die Kirche gegenüber. Hier ist natürlich wieder was, so alles so vorhanden ist, wenn man möchte. Der Campingplatz ist jetzt nur noch 16 Kilometer entfernt. Da kommt aber dann überhaupt nichts mehr. Ja, aber hier habe ich noch ein bisschen eingekauft, damit ich was essen kann. Ja, wieder was aus der Salatbar und so. Das werde ich mal hier wahrscheinlich essen. Boah, aber naja. Moment, noch kein Hunger, aber auch nicht auf was Warmes. Irgendwie überhaupt nicht. Deswegen da ist Nudelsalat und ein bisschen Salat. Salaten, Tomaten und all so ein Kram habe ich mir zusammengestellt. Man sieht den Abdruck, da ist das drin. Das tue ich mir nachher zu Gemüte und jetzt geht's weiter. Vielleicht ist hier noch was zu sehen in der Stadt, sonst geht es weiter zum Campingplatz in 16 Kilometern. Aber es war ja wenigstens gerade eben mal ein bisschen was Wildes am Fluss da. Sonst war da eigentlich jetzt nicht viel. Nur ob da jetzt gleich noch was kommt, weiß ich nicht. Es ist wirklich an der Landstraße ein Mittel zum Zweck, erstmal voranzukommen. Ein kleines Stück raus aus der Stadt, jetzt bin ich hier am großen See, einen ziemlich langen See, an dem werde ich auch campen, wenn das klappt. Der Campingplatz liegt in der Nähe von diesem See, nicht ganz dran, glaube ich, aber ich hoffe, es klappt. Aber der wird schon daran liegen, der wird eine Badestelle haben, hoffe ich. Aber baden ist mir nicht zumute, eher eine warme Dusche wieder. Ist heute wieder sehr wichtig, nach diesem Regentag schon wieder. Aber hier ist wieder so eine schöne Badestelle. Weil leider ist hier immer an sowas Campen verboten. Ja, wahrscheinlich immer viel passiert. Irgendwas, naja, über die Stränge geschlagen. Und seitdem ist es immer verboten hier. Hier könnte man auch super campen. Hier ist alles, Wasser, Toiletten, immer alles vorhanden. Aber ist halt nie erlaubt. An solchen Stellen, an Badestellen oder so, da ist das nicht. Aber naja, man würde immer was finden. Aber ich möchte eigentlich wieder auf den Campingplatz, vor allen Dingen wegen der warmen Dusche. Nach so einem Tag wieder. Es ist gerade wieder trocken. Ja, da hinten ist schon wieder ein Schauer. Naja, der andere ist immer an mir vorbeigezogen. Aber über das Wetter will ich nicht reden. Aber über die Schönheit der Natur hier ist es immer noch toll. Auch wenn die Autobahn hier in der Nähe ist. Es ist einfach klasse.
Es gibt immer so ein paar Highlights zwischendurch, dann denkt man, hier ist ja nur Wald und dann bang, kommt so ein See oder irgendwas anderes. Der große Fluss hier, der Lägern, glaube ich, hieß der. Ja, der mündet ja auch in den Kattegat, aber nicht in Helsingborg, also den verfolge ich nicht. Aber den habe ich überfahren, die Mündung. Auch ein ziemlich langer Fluss hier in Schweden. Ja, aber echt klasse. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Sonst in 13 Kilometern bin ich da. Angekommen, ein kleiner ruhiger Campingplatz hier, also Autobahn ist hier nicht zu hören. Richtig schön am See gelegen, aber es regnet gerade ein bisschen, deswegen warte ich noch mit dem Zeltaufbau. Aber es ist echt schön hier. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, ja, man kann nicht alles haben. Aber kleiner süßer Campingplatz hier, mitten im Nirgendwo, wunderbar, aber ich warte, dass es nieselt, das Sprühregen. Naja, ich habe das Essen jetzt da. Das werde ich jetzt zu Genüge führen, bevor ich denn das Zelt aufstelle. Aber ja, angenehm. Aber baden, das will ich erstmal nicht. Auf jeden Fall nicht. Naja, ich esse erstmal und dann schaue ich mal, wo ich hier meinen Platz finde. Freie Platzwahl. Willkommen im ersten Durcheinander des Einpackens. Es fängt immer so ein bisschen an zu nieseln, deswegen alles schnell rein. Aber so ein bisschen sortiert habe ich das schon nach Taschen. So steht es bei mir meistens immer. Die Wäschetasche ist als Kopfkissen. Das geht eigentlich ganz gut. Das ist relativ weich. Das funktioniert immer. Ja, und gleich gibt es eine Dusche. Die Tasche ist auch schon gepackt mit den ganzen Klamotten. Ja, und Handtuch und so, das ist echt. Aber für zwei Personen, finde ich, wäre das hier alles ein bisschen viel zu eng mit Gepäck. Geht nicht, aber hier die Aussicht. Nicht schlecht. Damit kann ich leben, wenn ich morgen früh wieder aufwache. Aber so wie es aussieht, wird es morgen ja auch nicht sonnig werden. Ja, es war ein recht schöner Tag. Bis, ja, Mittag ungefähr. Dann kam die Schauer, dann kam der Regen. Oh, hat genervt. Ja, was soll man machen? Man muss es nehmen, wie es kommt. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Helsingborg. Da nimmt man alles jetzt in Kauf. Ja, also Lamshang. Man weiß, die Reise geht bald zu Ende. Irgendwie will man dann auch ankommen. Ja, also ich freue mich schon, wenn ich da bin. Aber ich habe heute schon ca. 104 Kilometer abgeradelt davon. Von der gesamten Strecke. Teilweise ja, auf Bundesstraße. Das ist, okay, das muss so viel sein. Auch zum Schluss hier nochmal. Aber ich hatte Seitenwind und keinen Rückenwind. Das ging zum Glück. Ich hoffe morgen auch höchstens auf Seitenwind.
Grau soll es morgen ja bleiben. Wenn da mal nicht wieder dieser Tröpfelregen kommt, der da schon andere Tage immer war. Ja, aber heute, er hat seine Highlights gehabt heute. Schöne Strecken. Besonders natürlich, wenn die Sonne geschienen hat. Aber so eine dicke Straße da, wenn die LKWs dann vorbeiknallen, die haben echt nicht viel Gas weggenommen, eigentlich gar nichts. Also die sind einfach nur vorbeigefahren. Der eine hätte mir so bald eine Totalwäsche verpasst. Eine Riesenpfütze ist einfach durchgeheizt. Vor mir eine Riesenleiche. Ging nochmal gut. Ich will nicht durchnass. Da hatte ich aber schon Regenklamotten zum Glück an. Das wäre nicht ganz so schlimm gewesen, hat er aber nicht nötig getan. Das war knapp. Aber tolle Highlights. Jetzt wieder am See. Die Seen dazwischen. Ein paar Fahrstrecken waren auch gut. Ich bin gespannt auf morgen. Ja, was morgen wird, werden wir sehen. Morgen habe ich so vor, 90 Kilometer zu fahren. Da ist ein Campingplatz. Ja, und dann, das wird schon die letzte Nacht in Schweden sein wahrscheinlich. So wie es aussieht. Die Reise geht zu Ende. Ja, heute war echt ein bisschen durchziehen. Einfach nur durchziehen. Man konnte nichts genießen. Am Anfang ja. Aber dann der Regen, der Wind, dann nix. Aber das absolute Highlight. 13 ist die Glückszahl. Ich habe ihn echt gesehen. Leute. Ich habe einen Elch gesehen. Einen wild lebenden Elch. Ja, das ist in der Ecke nur wirklich nicht vermutet. Aber Leute, es gibt die wirklich. Sogar hier weiter im Süden. Unglaublich. Echt klasse. Das war ein Erlebnis. Ich hoffe, ich konnte es gut aufnehmen. Unglaublich. Also damit hatte ich jetzt am wenigsten gerechnet. Das war das absolute Highlight heute. Und ja, wie es weitergeht, werdet ihr sehen. Ich hoffe, es hat schöne Bilder gegeben. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin und ich gehe jetzt unter die Dusche. Adi, bis morgen. Ich werde bestimmt wieder gut schlafen. Bin ja auch gerade gut gesättigt. Also dann. Ciao, adieu, tschüss. Tschüss.